Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Might and Magic Teil 9. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir stehen vor, wie hieß das? Da, wo wir das Ding rausholen sollen, diese komische Kugel. Inventas Dorka in Trondheim, genau. Und da sollen wir die Kugeln der Verbindung schaffen. Also geht zur Inventas Dorka in Trondheim und holt dort 6 Kugeln der Verbindung. Installiert sie in den 6 Banken von Shadian. Das werden wir dann auch machen, denke ich mal. Also auch später dann. Ding habe ich, glaube ich, gesetzt gehabt, ein Leuchtfeuer. Genau, das habe ich gesetzt gehabt. Und ich habe auch nochmal den Quicksave geladen gehabt und richtig gespeichert gehabt. Beim Ende der letzten Folge ist es ja abgestürzt. So, dann lasst uns mal hier einfach mal reingehen. Genau, das haben wir auch schon angeschaut. Dann am Schluss müssen wir noch das anschauen und das anschauen. Das passt aber. Aber erst machen wir das mit den Banken, denke ich. So, wie sieht's denn hier drin aus? Waren wir da schon? Okay, mal sehen, was hier los ist. Genau, wir waren da schon kurz reingegangen. Und dann war es, glaube ich, abgestürzt oder so. Irgendwie war das doch. Genau, relativ einfache Gegner. Genau, und dann wollte ich es hier speichern und dann ist es abgestürzt. So war das. Okay, also, der Raum, keine Ahnung, wie man da reinkommt. Ist das überhaupt ein Raum? Weiß ich nicht. Also hier geht es auf jeden Fall lang. Hier haben wir einen Raum, da haben wir einen großen Raum. Dann geht es wahrscheinlich hier runter. Das sieht aber aus, wie wenn es da eine Brücke wäre, die abgebrochen wäre, wo wir vielleicht aber runterkommen. Dann geht es wahrscheinlich hier lang, dann kommen wir auf die andere Seite. Ja, okay, das passt. Aber da scheinbar... Viel zu leicht. Mach Platz. Oh, und die hauen ab. Okay, also hier scheinbar doch irgendwie runterzukommen und da scheint irgendwie was zu sein. Kommen wir da auch wieder hoch? Ja, kommen wir. Dann kommen wir in den Raum rein, oder? Wollen wir das gleich machen? Ja, ich will ja auf jeden Fall die Dinger noch holen. Huch, war das jetzt einfach nur Geld, oder? Nee, da muss doch irgendwie was dabei gewesen sein. Kugel der Verbindung. Da haben wir die erste aus einem seltenen und unstabilen Element namens Corbomit gemacht. Besäße man mehr als eine solche Kugel, könnte man einen Gegenstand an mehreren Orten zugleich aufbewahren. Okay, also das war auf jeden Fall schon mal gut, dass wir da runtergegangen sind. Oh, was ist denn das? Ist das ein Lichtkönig? Na dann, sei mal verflucht. Hehe, ein Lichtkönig verfluchen, auch nicht schlecht. So, was war denn bei dir? Hatten wir da nicht auch noch irgendwas mit Untote? Aber war das nur Vertreiben? Ne, das war Verwunden. Aber hieß es nicht, dass es auch noch... Auswirkung 19 Schaden. In höheren Stufen. Probieren wir mal aus. Naja, so toll war das jetzt aber nicht. Aber der haut ab. Ich meine, das ist insofern ganz gut, dann können wir nämlich einfach mit Fernkampf auf ihn draufschießen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ich meine, das dauert jetzt wahrscheinlich eine Weile, weil wir im Nahkampf mehr Schaden machen würden, aber... Aber so geht es auf jeden Fall einfacher. Ja, jetzt mach Sitz. Na gut. So, hast du was Schönes dabei? Ein Zweihänder. Mhm. Ansonsten sind wir tatsächlich in diesem Raum hier drin, wo es da unten weitergeht. Wollen wir dann erstmal hier unten bleiben? Oder wollen wir erst hochgehen? Andererseits, wenn wir jetzt schon unten sind, können wir auch unten bleiben erstmal. Oh, nochmal so einer. Ich glaube,
das zu ihn zu verfluchen ist auf jeden Fall erstmal gar keine so schlechte Idee. Und uns eine Segnung zu geben. Mann, macht der wieder viel kaputt, obwohl er eigentlich nicht so gut treffen dürfte, theoretisch. Gut, müssen wir gleich mal schauen, was alles kaputt gegangen ist. Ein Amulett? Ja, das sieht aber nett aus. Schauen wir erstmal. Oh, da ist einiges kaputt gegangen. Nein, nicht Dings machen, sondern... Hast du es jetzt rübergegeben? Nee, hast du nicht. Ich hab's repariert. So, erstmal das hier. Bei dir ist einiges kaputt gegangen. Ja, eigentlich nur das hier. Und die Dinger die kriegen wir jetzt mittlerweile auch wieder ganz. Da hat auch nicht viel gefehlt gehabt. Stimmt, da wollte ich auch nochmal hingehen. Naja, gut. Bei dir sieht die Sache eigentlich gar nicht so schlecht aus. Und bei dir sieht sie auch nicht schlecht aus. Okay, sehr schön. Dann sind wir hier, glaube ich, fertig. Mal kurz speichern und vielleicht nochmal ganz kurz eine Heilung durchlassen. Da geht's auch nochmal weiter. Das ist der Durchbruch hier rein, in dieses Ding hier. Und da geht's dann wahrscheinlich da wieder nach oben. Dann schauen wir uns aber erstmal das Ding an, hätte ich gesagt. Und dann vielleicht das ja drüben. Gegner? Wir könnten eigentlich auch mal das Auge noch anmachen, oder was meint ihr? Moment, da ist was. Aha. Da konnten wir was reindrücken und da ist was aufgegangen. Ah, sehr schön. Da ist nochmal eine Kugel. Den nimmst du bitte mit. Und viel Text. In vielen glaubenswürdigen Quellen habe ich gelesen, dass uns in der Vergangenheit Monster von den Sternen besucht haben, die in ein fliegenden Metallschiff kamen. In vielen Fällen verteilten sie sonderbare Geräte an Leute, die daraufhin Armeen anführten und zu Herrschern unter den Völkern wurden. Ich möchte mir nicht anmaßen zu unterstellen, dass in der grandiosen Geschichte des Ursianischen Reiches irgendjemand von sonderbaren Wesen besucht wurde. Doch ich habe gehört, dass einige Herrscher anderer Länder auf diese Weise an die Macht kamen. So, ein vertrauenswürdiger Beobachter erklärte, er habe seltsame Wesen an einem bestimmten Ort ankommen sehen, von dem er behauptete, er lege mehrere hundert Wegstunden südlich von Verhoffins angeblich uneinnehmbaren Turm. Mhm. Während sie dort waren, bauten sie ein gewaltiges Gebäude mit einem riesigen Stock, der gen Himmel wies. Er belauschte auch, wie sie dem Verwalter dieser Provinz sagten, er würde wissen, was er damit anfangen sollte, sobald die Zeit gekommen sei, gen Himmel zu blicken. Ob irgendeine dieser Behauptungen wahr ist, konnte bisher nicht von unabhängiger Seite bestätigt werden. Ich jedenfalls nehme mir solche Behauptungen zu Herzen. An einer historischen Stätte in der beldonischen Provinz habe ich Höhlenzeichnungen von Männern gesehen, die gegen Dämonen am Himmel kämpften. Wer sie waren und warum sie kämpften, ist mit der Zeit vergessen worden. Doch ich bezweifle, dass jene Primitiven, die diese Zeichnungen anfertigten, raffiniert genug waren, sich so etwas auszudenken. Aha, wer hat denn eigentlich diese eine Kugel? Hast du beide Kugeln jetzt? Hä? Ne, da ist einer. Dann gebe ich dir mal diese ganzen Kugeln hier. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Okay. Da müsste eigentlich noch irgendwie was sein. Ja, vielleicht auf der anderen Seite. Da ist sonst nichts mehr. Da sehe ich jetzt auch nichts mehr. Okay. Ah, vielleicht hier drin. Aha. Entweder eine Falle oder eine Geheimtür. Ich tappe mal auf Geheimtür. Oder eine Falle. Ja, schauen wir gleich mal. Ich gehe erstmal jetzt kurz hier nachschauen. Da ist was.
Irgendwo ist was aufgegangen. Ah, vielleicht hier vorne. Ah, oh. Geschafft. Erst einmal ein Dolch. Und dann speichern wir mal und dann... Ein Speer. Oh, aber der war heftig. Das laden wir nochmal. Probieren wir es nochmal. Nee. Sind wir so schlecht in... sind wir so schlecht im Fallenknacken, dass wir das Ding nicht aufkriegen. Oh, das ist aber schon heftig. Vor allem, weil wir ja eigentlich Falle entschärfen auf Meister sind. Ja. Das heißt, das kriegt man erst mit Großmeister auf oder wenn man viel Glück hat? Boah. Okay, wisst ihr was? Ich schaue erstmal mich nochmal weiter hier um. Dann gehen wir mal rasten und dann probieren wir es mal in aller Frische. Da ist auf jeden Fall nochmal eine Kugel der Macht. Das ist sonst die dritte, glaube ich, von 6 Stück. Sehr schön. Wow. Das war jetzt scheiße. Okay, das sollte man nicht anklicken. Deswegen wird es auch wahrscheinlich bei Wahrnehmung nicht angezeigt. Okay, das ist sehr scheiße. Also, das Ding hier sollte man definitiv nicht anklicken. So. Dann lasst uns mal bis zur Heilung ruhen. Lasst uns vielleicht noch einen Segen geben. Aber es ist ja nur die Treffsicherheit. Ich wüsste nicht, was uns da jetzt hat, Bonus bringen sollte, die Dinger aufzumachen. Okay, ich warte mal ganz kurz, bis die alle aufgeladen sind. So. Und dann probieren wir es nochmal. Es ist auf jeden Fall immer ein Speer drin, und zwar der Gungnia. Zumindest momentan. Aber nee, das geht so nicht. Oh, Moment. Das könnte ganz gut sein. Warum hat das nicht geholfen? Diese Reinigung. Ich glaube, jetzt hat's gelangt. Ich glaube, es hat gerade so gelangt. Aber mit 3 HP. Wow. Ho, 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 ho. Ach du Scheiße. Okay, in dem Fall schlafen wir nochmal bis zur Heilung. Und was war das? Was ist jetzt kaputt gegangen? Ich habe es deutlich klären hören. Dass da irgendwo irgendwas kaputt gegangen ist. Aber das hat sich nicht nach Inventar angehört. So, dann schauen wir uns erstmal das Gungnia an. Ein Speer mit 38 bis 62 Schaden, also das ist um einiges mehr als das hier. Gungnia wurde von Handel persönlich für die große Abrechnung angefertigt, deren Tag einst kommen wird. Als Kron diesen Tag voraussah, befahl er alle seinen Göttern, sich mit Waffen von großer Zerstörungskraft auszustatten. Irgendwie landete der Speer Handels in Chetian. Wirkung: von Stechen 20% Chance, Monster RK zu umgehen. Wirkung von Stechen? Also, das heißt 20% Chance, Monster RK zu umgehen. Also die Rüstungsklasse von Monstern. Cool. Und extra Schaden. Das ist cool. 2751? Ja, doch, das Ding gefällt mir. So, hier was passiert? Ne, nicht wirklich. Okay, speichern wir nochmal. Dann schauen wir nach da hinten mal rein. Aha. Ist das tatsächlich so ein Tauchdings?
Na, ich häng. Ah ja, und da sehen wir auch, da ist diese Brücke, die kaputt ist. Und unten liegen noch Zeug rum. Wahrscheinlich könnten wir da einen Gegenstand gewinnen. So. Und ich glaube, das war's dann auch schon. Ah, häng. Ich häng. Ich häng. So, sehr schön. So, dann darfst du mal eine Reinigung machen. Hat's geholfen? Ja. Und was hast du denn bekommen, Schönes? Ah, Erz, das können wir verkaufen. Sehr schön. Den Dunkelbogen können wir eigentlich... nee, da müsste ich mal schauen. Da könnte jemand anders wahrscheinlich besser gebrauchen, oder? Wir haben jetzt hier auf jeden Fall 40 bis 50. Jetzt könnte Talada zum Beispiel brauchen. Oder du hier. Du hast, glaube ich, auch nur... Aber der hat so ein extra Dings. Naja, dann kriegt's Talada, glaube ich. So. Und der kommt weg. Okay, sehr schön. Dann haben wir dieses Ding auch fertig angeschaut. Diesen Teil hier. Dann geht's jetzt mal nach hier unten. Da waren wir drin, da waren wir drin. Dann geht's jetzt mal nach hier unten. Bin mal gespannt. Und was hat das jetzt gebracht? Ah, Geheimding. Eine Stahlkette des Steins. Ja, okay. Bekommst erstmal du. Und kann es sein, dass wir da gar nicht hochkommen? Ah doch, wir kommen da hoch. Ah, das ist ein Geheimgang gewesen hier. Okay, das war irgendwie so ein Geheimgang, wo man auch nicht so leicht gefunden hat. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal außen rum hier. Hier rum, dann da oben rum und dann schauen wir vielleicht mal da nach unten. Das ist wahrscheinlich dann das nächste Ding. Bringt eigentlich immer Feuer immer noch nichts. Also ich sehe keinen Unterschied, nee. Was sind das für Viecher? Das ist einfach nur ein Lich. Und das war's. Also kein Lich-King, wie wir es eben schon hatten, sondern nur ein Lich. Na gut. So, dann machst du vielleicht auch nochmal einen Fluch auf den. Und danach geht's mit Flächendings weiter. So, ja. Sehr schön. Waren das jetzt alle beide? Nee, war nur einer von denen. Haben wir auch den Glaube drauf gemacht? Ich glaube nicht. So, der ist weg. Sehr schön. Ich weiß es gar nicht. Stehen die nah genug noch beieinander? Oder sind die zu weit weg für Kettenblitz? Sie waren nah genug. Okay. Oh ja, erledigt. Sehr schön. Außerdem werden wir dann das mitnehmen. Dann haben wir schon 4 Stück, glaube ich. 1, 2, 3, 4, genau. Fehlen eigentlich nur noch 2. Sehr schön. So, sind das Truhen? Ne, das sind keine Truhen. Und da ist auch nichts drin. Und das sieht aus, als ob es ein bisschen kaputt gegangen wäre, hier der Boden.
Also taufrisch ist das Ding hier nicht. So, dann schauen wir mal. Ach, da geht's auch nochmal weiter. Jetzt ist die Frage, soll man erst einmal das hier machen oder so? Wisst ihr was? Ich glaube, ich mache erstmal das hier. Da schauen wir auch gleich nochmal nach. Ach, verflucht. Ich habe einen Town Guard erledigt. Angeschossen. Das war, glaube ich, eher ein NPC. Das sollte man eher mal schnell hingehen und versuchen, denen zu helfen. Ja, verdammt. Das wäre natürlich schlecht, was wir da gemacht haben. Hat aber nichts groß geändert. Ich glaube, auf Fluch kann ich da auch verzichten, schätze ich mal, oder? Einfach Schaden drauf machen und fertig. So war's. Wo klettert das hier immer? Okay, mit euch kann ich nichts machen. Dann schauen wir mal ganz kurz in den Raum noch rein. Hoppala, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich Flächenschaden machen. Jetzt aber. Sehr schön. So. Kommt mit, kommt mit, kommt mit. Ansonsten ist hier aber... War man nicht hier schon drin? Nee, da war man auch noch nicht drin gewesen. Na gut. Oh, der hat was. Der Einzige, der was dabei hat... Nee, der hat auch was, okay. Die vorhin hatten nichts dabei. Und da haben wir noch eine Kugel. Ja, und da geht's auf... Ach, guck mal, da ist aber auch eine Kugel. Auf der Seite da ist auch nochmal eine Kugel. Da müssen wir es also sowieso nochmal hin. Muss mal schauen, ob es da auch runtergeht. Es sieht aus, als ob es da irgendwie runtergehen könnte. Aber ja, schauen wir mal. Also hier sind wir auf jeden Fall mal fertig. Dann schauen wir uns vielleicht den Raum dahinter nochmal an. Oh, ach da. Ist jemand wahnsinnig? Fürchtend. Geht es mit Reinigung weg? Hm, gute Frage. Können wir mal probieren. Können wir mal probieren, ob da Reinigung hilft? Ja, hat geholfen. Der haut einfach ab. Ach, das war diese eine Fee, die eine Fähigkeit von unserem Ding hier. Sonst haben wir hier aber keine Gegner, oder? Ja, ich bin zäher als du. Weil die anderen da, die Kleinen, die sind ja... Oh, da ist auch nochmal einer. Die sind ja nicht, wie soll man sagen, gefährlich, aber aggressiv. Haben wir nicht hier schon 6 Kugeln? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber wieso? Aha, die können wir außer... Okay, die ersten Dinger, die wir ausmachen können. Naja, bringt es leider nichts. Ach, da waren... Ich habe aus Versehen ins Fass angeklickt. Naja, gut. Ich glaube, da reinzuschauen... Ach, das bringt nichts. Da ist nichts drin. Aber da haben wir noch einen Fessler. Purpur. Schnelligkeit, glaube ich. Und dann sind wir hier fertig. Dann müssen wir noch mal hier reingehen. Und dann haben wir es geschafft. Mhm. Ah ja.
Das Salz der Furcht. Belähmt Opfer, auch nicht schlecht. Leuchtfeuer. Naja, haben wir jetzt schon, aber trotzdem nicht schlecht. Also da waren gute Dinger drin. So, die kriegen wir kaputt. Da will ich mal reinschauen, ob er da noch irgendwie... Ja, da kann man mal runter. Das ist Magie. Wie sieht's denn aus mit Magie? 31. 30. Dann darfst du das hier trinken. Du kriegst die nächste. Dann haben wir 7 Kugeln. Und das war's. So, kann man da irgendwie was machen, um da runterzukommen? Oder ist es einfach nur versiegelt, damit es nicht weitergeht? Ich glaube, es ist einfach nur versiegelt. Dann sind wir soweit fertig. Dann hätte ich gesagt, haben wir einen neuen Dungeon fertig gekriegt. Sehr schön. Trondheim will ich aber noch weiter erkunden. Da haben wir noch ein ganz kleines bisschen was. Aber lasst uns doch erstmal in die Städte gehen und diese Quest fertig machen. Ich glaube, die haben wir die in Trondheim gekriegt. Steht nicht da. Ich weiß nicht, ob wir die in Trondheim oder in Tjorgard gekriegt haben. Eins von beiden. Na gut, wir müssen sowieso überall hin. Ich weiß halt nicht, wenn wir in aller Banken drin waren, ob danach die Quest schon vorbei ist oder ob wir sie nochmal abgeben müssen oder wie auch immer. Egal. Wir müssen ja sowieso hingehen. Dann würde ich erstmal Stormfort machen, Drangheim, Gubaland, Forsgard und die anderen zwei. Und dann machen wir diese Quest zu Ende. Auch nicht schlecht. Aber machen wir bei der nächsten Folge. Bis morgen dann. Tschüss.